Sicherheitslücke im Netz? Heartbleed? Hey Leute, habt ihr schon diese E-Mail bekommen? Über Heartbleed? Die Sicherheitslücke in eurem Uni-Mail-Account? Nö, welche Mail? Als wenn ich das lesen würde. Das scheint eine ziemlich wichtige Sache zu sein. Dieser Datenklau-Scheiß? So what? Ich hab nichts zu verbergen. Moment, das heißt, ihr habt eure Passwörter nicht geändert, obwohl die euch dazu auffordern? Das soll schon passieren. Mhm. Wisst ihr was? Ich gehe zu einem Experten. Ich begebe mich zur Technischen Akademie Bremen. Hier habe ich einen Termin mit dem Diplom-Ingenieur Bernhard Berger vereinbart. Von ihm erhoffe ich mir Antworten zum Thema Heartbleed. Hallo Herr Berger. Hallo. Sie sind Sicherheitsexperte zum Bereich Sicherheit im Netz, ist das richtig? Ja, ich bin jetzt seit 6 Jahren hier an der Universität Bremen tätig, forsche aktuell im Bereich Softwaresicherheit und habe im Zuge dessen auch diverse Sicherheitslücken im Bereich Android erforscht und insofern aktuell nach wie vor im Bereich Softwaresicherheit tätig. Was ist Heartbleed, die Sicherheitslücke, und wie wurde sie entdeckt? Die Heartbleed-Lücke ist eine Sicherheitslücke in der freien Softwarebibliothek OpenSSL, die sich im Wesentlichen damit beschäftigt, Daten, die zwischen einem Server und einem Client übertragen werden, also einem Webbrowser und einem Internetdienst, zu verschlüsseln, sodass auf dem Weg von Ihrem Rechner zu dem Rechner im Internet die Daten nicht ausgelesen werden können. Und dort gab es eine Erweiterung, diese Heartbleed, oder das kommt daher, dass eigentlich die Funktionalität heißt Heartbeat, also der Herzschlag. Dabei geht es darum, dass der Client und der Server gegenseitig prüfen können sollen, ob sie noch leben. Okay, gut. Und diese Funktionalität hat eine kleine Lücke. Der Programmierer hat eine kleine Unachtsamkeit begangen bei der Programmierung und vertraut im Prinzip blind den Daten, die von seiner Gegenstelle kommen. Das ist in dem Moment gefährlich, wenn ein Angreifer diese Daten manipuliert. Okay, dann ist die Frage, welche Gefahren birgt sie und welche Daten können zum Beispiel gestohlen werden? Die Gefahren sind weitreichend. Die Daten, die dort gestohlen werden können, sind im Prinzip alle Daten, die auf der Serverseite verarbeitet werden. Das sind Nutzerdaten, Zugangsdaten der Nutzer, das sind aber auch so die geheimen Schlüssel, die benötigt werden, um die Verschlüsselung überhaupt zu ermöglichen. Okay, und wer ist davon betroffen? Betroffen sind im Prinzip alle Dienste, die auf dieser freien Bibliothek OpenSSL aufsetzen. Das ist eine sehr große Anzahl, ich kenne keine Prozentanzahlen, aber das ist so die Standardbibliothek, die für Verschlüsselung im Internet verwendet wird. Und im Prinzip ist jeder dieser Dienste angreifbar. Und gibt es einen Weg, sich davon zu schützen? Zu schützen, das ist für den Endanwender in dem Sinne nicht möglich. Das ist ein Problem, das auf der Serverseite liegt, also bei dem Dienstanbieter im Internet. Und solange der nicht auf eine aktuelle Version dieser Bibliothek quasi oder diese aktualisiert, ist die Kommunikation immer noch angreifbar. Und ist es dann ratsam, sein Passwort zu ändern? Könnte das vielleicht helfen? Eine Änderung des Passworts ist im Nachhinein durchaus sinnvoll. Wenn man annimmt jetzt, dass ein Angreifer diesen Dienst angegriffen hat, kann es passiert sein, dass er das Passwort, was ich habe, abgegriffen hat und sich dadurch, also ein Identitätsdiebstahl stattfindet, dass er sich als mich ausgeben kann und versuchen kann, dort über Facebook Nachrichten zu versenden. Die Lücke soll ja jetzt geschlossen worden sein. Kann man darauf vertrauen? Man muss darauf vertrauen, dass die Dienstanbieter gewissentlich arbeiten und die aktuelle Version eingespielt haben. Das ist nicht immer der Fall, gerade wenn man auch im Bereich von Embedded-Systemen schaut. So ein DSL-Router, den man zu Hause stehen hat, der dafür sorgt, dass ich ins Internet komme, da kann sowas auch drauf sein. Und da muss ich auch selber dafür sorgen, unter Umständen, dass vielleicht mal eine aktuelle Version eingespielt wird. Okay, und besteht vielleicht für die Zukunft weiterhin Gefahr einer erneuten Sicherheitslücke? Die Lücke oder neue Lücken wird es immer geben, solange Menschen irgendwo Software herstellen. Der Mensch ist nicht unfehlbar, wird immer neue Lücken fabrizieren. Aber
Wir hoffen, dass wir durch Sicherheitsforschung, durch statische Analysen, wo wir versuchen, automatisiert solche Fehler zu entdecken, natürlich die schlimmsten Fehler verhindern können. Okay. Dann vielen Dank für die Information, Herr Berger. Und das werde ich so weitergeben.